Ja, Übung macht den Meister und wir hoffen auch, dass auch für einen Titelverteidiger das gilt. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf Mixer.com beim öffentlichen Training der deutschen Nationalmannschaft. Nur noch 2 Tage bis zum 2. Gruppenspiel der Mannschaft gegen Schweden. Es geht also in die heiße Phase der Vorbereitung und gut 15 Minuten dürfen wir heute den Jungs von Jogi Löw dabei auf die Füße schauen. Würde mich jedenfalls freuen über Kommentare bzw. Fragen eurerseits hier in der Chatfunktion auf mixer.com. Sind auf jeden Fall sehr gerne gesehen. Ja, und hier sehen wir die Mannschaft. Also erste Ansprache von Jogi Löw für die Jungs. Die Mannschaft ist ja bereits seit Dienstag in Sochi, um sich perfekt auf das Schwedenspiel einzustimmen. Das wird ja dann im Fischstadion von Sochi über die Bühne gehen. Ja, und wer das noch nicht kennt, schnell mal googeln. Das kann sich richtig sehen lassen. Einer meiner Favoriten bei dieser WM in Russland. 2014 ging dort bereits die Eröffnung bzw. Schlussfeier der Olympischen Spiele über die Bühne. Ja, und am Samstag soll es also der Tatort des ersten Sieges der deutschen Nationalmannschaft bei dieser Weltmeisterschaft werden. Das Klima ist natürlich doch etwas anders wie in Vatutinki, Sochi, in einem subtropischen Klima, Breitengrad wie Nizza. Also, das ist ein richtiger Urlaubsort. Schon in den 80ern und 90ern sind da ja die meisten Russen hingereist. Ja, das erlebt so seit ein paar Jahren wieder einen richtigen Boom. Natürlich auch durch die Olympischen Spiele wieder in den Fokus gerückt und ja, bereits ja auch im Comfet Cup Austragungsort einiger Spiele gewesen. Da war ja die Mannschaft letztes Jahr auch quartiert in Sochi. Und das ist natürlich von der Stimmung was ganz was anderes. Unmittelbar in der Nähe des Schwarzen Meers. Also da kommt sicherlich auch ein wenig Urlaubsfeeling hinzu. Ja, und hier sehen wir Jogi Löw und Manuel Neuer, also im Gespräch der Kapitän und der Bundestrainer. Ja, nach der Niederlage gegen Mexiko ist die Mannschaft natürlich auch heiß auf Wiedergutmachung. Thomas Müller hat da gestern bereits in der Pressekonferenz angekündigt, dass es eine Reaktion geben wird. Jetzt soll der Blick aber auch wieder nach vorne gerichtet werden. Man wolle nichts mehr als den Erfolg. Weitere Stimmen von Müller, aber auch von Marco Reus und Oliver Bierhoff gibt es wie gewohnt auf dfb.de. Da gibt es alles Wissenswerte rund um die Mannschaft und hier auf mixer.com eben nicht nur die Trainingssessions, sondern auch die Pressekonferenzen live und auch unsere tägliche Webshow. Die Mannschaft der Tag, heute ein richtiger Quizfokus mit den Kollegen Julian Engelhardt und Tom Ole Mink. Um 16 Uhr geht's wieder los, kann ich euch nur weiterempfehlen. So, jetzt langsam aber sicher kommt da ein wenig Bewegung rein ins Training. Aber viele taktische Überlegungen, Übungen werden wir hier sicherlich heute nicht sehen. Da will man natürlich auch nicht viel verraten. 2 Tage vor einem so wichtigen Spiel gegen die schwedische Nationalmannschaft. Ja, gegen die kann man ja eine richtig feine Bilanz vorweisen. Die letzte Niederlage nach wohlgemerkt 90 Minuten liegt bereits über 40 Jahre zurück. Damals ein 1:3 am 19. April 1978 in einem Freundschaftsspiel. Rainer Bonhoff erzielte damals die zwischenzeitliche Führung. Lang ist sehr. Und dennoch ist man natürlich gewarnt vor dieser Elf. Ja, wie stark ist diese schwedische Nationalmannschaft? Ich gebe gleich mal die Frage weiter an die Community auf mixer.com. Guten Morgen auch an Pizza Hut. Wie stark siehst du die Mannschaft in der Post-Zlatan Ibrahimovic-Ära?
Der schwedische Superstar bestimmt ja zwar nach wie vor die Schlagzeilen, bringt sich auch dieser Tage immer wieder ins Gespräch, aber spielen tun eben andere und das gar nicht mal so schlecht. Frag mal nach bei den Italienern. Daniele De Rossi fragt sich wohl noch immer, wieso eigentlich ich und nicht Lorenzo Insigne? Mit dem 1:0 im Playoff schockte man ja ganz Fußball Italien. Jakob Johansson, der Goldtorschütze und gleichzeitig der tragische Held. Beim Rückspiel musste er nach 19 Minuten runter. Diagnose Kreuzbandriss, seitdem verletzt. WM aus, unfassbare Geschichte eigentlich. Das wird aber so und so eine ganz interessante Angelegenheit am Samstag. Ja, Pizza Hart schreibt auf Mixer.com bereits, defensiv gut, offensiv, naja. Das haben sie auch im ersten Gruppenspiel bewiesen. Gegen Südkorea wenig zugelassen. Und schlussendlich eben einmal zugeschlagen. Das könnte eine ganz interessante Ausgangslage vielleicht auch für den dritten Spieltag werden, wenn die Mannschaft gegen Schweden mit 1:0 gewinnt, gleichzeitig Südkorea gegen die Mexikaner ebenso mit 1:0 den ersten Sieg einfährt. Dann haben wir da kommenden Mittwoch ab 16 Uhr ein Wahnsinnsfinish. Alle Mannschaften 3 Punkte, alle gleiche Tordifferenz. Alle auf Position 1. Da muss man natürlich auch ein wenig mit offenem Visier spielen. Denn im Achtelfinale könnte ja möglicherweise, wenn man den zweiten Platz in der Gruppe F belegt, Brasilien warten. Die haben sich zwar auch schwer getan gegen die Schweiz zum Auftakt, aber da kann man schon noch eine Steigerung erwarten. Neymar ist wieder ganz fit. Neuer Look, die Haare hat er etwas gestutzt, da ist ja ein wenig ein Shitstorm auf den brasilianischen Superstar gekommen. Den Look haben viele nicht wirklich gut gefunden. Ja, und hier haben wir Jogi Löw, die Ruhe selbst in Person. Der weiß, was zu tun ist. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Er hat zwar erstmals in seiner Ära im DFB-Nationalteam ein Auftaktmatch verloren. Vor allem bei der Weltmeisterschaft hat man ja überragend immer ins Turnier den Start hinbekommen. 2014 mit einem 4:0 gegen Portugal. 2010 ebenso 4:0 gegen Australien und 2006 damals noch als DFB-Assistenztrainer von Jürgen Klinsmann 4:2 gegen Costa Rica. Das ist natürlich jetzt eine neue Situation für Jogi Löw, für die Mannschaft, aber warum soll man die nicht meistern? Gegen Schweden und dann gegen Südkorea 2 Siege, 6 Punkte. Und dann sind wir im Achtelfinale. Da brauchen wir uns also keine Sorgen machen. Stefan Sieben schreibt, Trainingsplatz schaut aber nicht gerade geil aus. Ja, aber das Ambiente da im Hintergrund, das wirkt schon sehr fein, finde ich. Ja, auch der Trainingsplatz direkt neben dem Stadion. Also auch hier die unmittelbare Nähe zum Schwarzen Meer. Man hört es förmlich rauschen, das Meer. Man riecht das Meer. Also es gibt schlechtere Plätze, um sich auf ein Spiel einzustimmen. Aber Stefan Sieben hat da wohl auch eher den Rasen gemeint. Ein bisschen gießen würde da wohl nicht schaden. Die Jungs schauen aber schon wieder recht spritzig aus, fügt er hinzu. Ja, finde ich auch die Stimmung, die ist positiv. Der Fokus, der gilt natürlich ganz dem Samstagspiel gegen Schweden. Mexiko hat man jetzt auch schon langsam aber sicher im Kopf abgeschlossen. Man hat sich kritisch damit auseinandergesetzt, hat ja auch eine längere Sitzung gegeben. Deswegen ist auch Manuel Neuer etwas später zur Pressekonferenz vorgestern erschienen. Knapp 50 Minuten
hat man die Medienwelt auf diese Pressekonferenz warten lassen. Also da war noch etwas Redebedarf, aber das ist doch ein gutes Zeichen. Selbstreflexion der Mannschaft. Und dann haut das hin am Samstag gegen Schweden. Ja, und Stefan Sieben meint, das Rauschen kommt nicht vom Meer, sondern von deinen Kopfhörern. Nein, eigentlich nicht. Also hör mal genau hin bei der Atmo, da im Hintergrund. Das ist das Meer, das Schwarze Meer. Wunderschöner Urlaubsort. Sochi durfte selbst 2014 bei den Olympischen Spielen dabei sein als Journalist. Also das kann ich nur weiterempfehlen, wenn man ja, Russland mal entdecken möchte, dann kann man auf jeden Fall auch eine Zwischenstation in Sochi machen. Ja, Buffet Siren 7723 fragt, was trainiert Löw nach dem öffentlichen Training? Gibt es noch Geheimnisse? Ja, das ist natürlich eine Frage, die ich gerne dem Bundestrainer weitergeben würde. Man kann es nicht wissen. Also von dem her, diese 15 Minuten, die sind natürlich meistens eher nur mal warm machen für das eigentliche Training. Taktische Überlegenheiten, die sind dann natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber ich glaube, das muss auch einem jeden klar sein, dass man da jetzt den Schweden nicht das Spielkonzept für Samstag auf den Silbertablett präsentieren möchte. Aber man darf gespannt sein, wie die Mannschaft am Samstag auftreten wird. 20 Uhr, Sochi, Fischstadion. Ein Pflichttermin für einen jeden deutschen Fußballfan. Jonas Hector ist auf jeden Fall auch wieder voll mit dabei im Training. Der konnte ja gegen Mexiko nicht mitmachen. Grippaleffekt mittlerweile aber wieder ausgestanden. Hier sehen wir ihn. Den Kölnern, der ja mit dem FC abgestiegen ist und trotzdem ein Zeichen gesetzt hat, was ich ganz stark finde. Er geht mit seinem ersten FC Köln in die zweite Bundesliga. Bleibt seinen Farben treu und will mit den Kölnern den direkten Wiederaufstieg schaffen. So, das schaut doch schön aus, dieses Ambiente. Hier in Sochi. Ja, was passiert heute? Die Weltmeisterschaft wird ja eine Woche alt. 7 Tage ist es her. Seit diesem 5:0 Kantersieg der Russen gegen Saudi-Arabien. Das natürlich auch eine Euphorie in diesem Land ausgelöst hat. Ja, mittlerweile sind die Russen ja schon fix im Achtelfinale. Gleich wie Uruguay, da geht es eigentlich nur mehr um den Gruppensieg am letzten Spieltag. Und heute eben die Gruppe C im Fokus. Dänemark gegen Australien um 14 Uhr, Frankreich gegen Peru um 17 Uhr. Ja, und dann gibt es auch das erste Match der Gruppe D. Argentinien gegen Kroatien, ganz großer Fokus auf Lionel Messi. Wie reagiert La Pulga nach dem verschossenen Elfmeter gegen Island? Ja, da sind die Gauchos natürlich auch schon ein wenig gefordert. Unter Druck, die müssen da auch performen gegen Kroatien. Die haben ihr Auftaktmatch gegen Dänemark, nein, Entschuldigung, natürlich nicht Dänemark, falsche Gruppe, gegen Nigeria gewonnen. Durch einen Treffer auch von Luka Modric per Elfmeter. Also bin ich auch ganz gespannt
auf die Performance von Lionel Messi heute im Nizhny Novgorod-Stadion. Also, das wird ganz interessant, währenddessen wir noch gesehen haben, wie Manuel Neuer eingeschossen wird für diese Trainingseinheit. Ja, gibt es noch Fragen eurerseits? Hypnotic 12 ist mittlerweile auch wieder da. Ein Fan der ersten Stunde, auch unserer Webshow, die Mannschaft der Tag. Das will ich nochmal erwähnen. Um 16 Uhr geht's also wieder los. Aus der Box Julian Engelhardt und Tom Ole Mink. Ja, so, und kurz und bündig, das war's wohl. Knapp 15 Minuten.